Die Coburger Designtage starten in ihre 35. Ausgabe. Neu in diesem Jahr ist vor allem die Location. Auf dem Gelände der ehemaligen Porzellanfabrik in Coburg-Kortendorf erleben die Besucher von Dienstag, dem 6. Juni bis Sonntag, den 11. spannende Ideen aus der Designwelt. Hinter einer dieser Ideen steht Ismail Mukadam von der HIMSS Academy. Wir machen AR, Augmented Reality Ausstellung von einem pakistanischen Künstler, Muzammil Ruhil. Der Künstler ist sehr bekannt im asiatischen Bereich, auch in Middle East, London und so weiter und so fort, hat große Projekte gemacht. Das ist ein erstes Projekt mit Augmented Reality und wir wollen das jetzt hier mit Design Days, diese neue Technologie, wie mit Kunst aber zusammenarbeitet, präsentieren. Dort, wo eigentlich nichts zu sein scheint, tauchen durch eine Smartphone-Kamera besondere Elemente auf, Kunstwerke. Muzammil Ruhil nutzt diese Technologie, um seine Kunst entstehen zu lassen. I am a visual artist and I have to show the vision to the viewer. So what material can I use to convey my thought? So that is where the augmented reality came into my practice. And I thought it'll be a very appropriate medium to use to convey what I wanted to say, because it doesn't have that physical appearance. We can't see them with the naked eye, but we can see through the eyes that we have these days, which is our phone camera. Bei den Coburger Designtagen warten drei Skulpturen darauf, zum Leben erweckt zu werden. Und das geht ganz leicht. Da gibt es überall QR-Code, muss man die QR-Code scannen und dann einfach Launch drücken und dann man sieht, was passiert. Kann man Bilder machen, kann man Videos machen und so weiter und so fort. Mit den Skulpturen kann man auch spielerisch umgehen. In den Hofbereich, da gibt es eine Skulptur, die ist gigantisch groß, über 4-5 Meter, glaube ich, oder sogar noch größer. Auch nach den Designtagen sind diese und weitere Skulpturen im Coburger Stadtgebiet zu sehen. Das Projekt wird von der HIMSS Academy, Sygdacor, dem Coburger Magazin und ITV Coburg unterstützt. Und ganz nebenbei haben wir noch ein tolles Gewinnspiel vorbereitet. Mitmachen lohnt sich.